Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das ist eine ungewohnt große Entfernung hier. Erstaunlich, das sah die letzten Male noch anders aus. Nichtsdestotrotz freuen wir uns sehr, freue ich mich sehr, dass Sie heute zu unserer letzten Diskussionsrunde zum Thema Weihnachten im Juni, die Vita Christi und das Bachfest 2013 erschienen sind. Begrüßen Sie herzlich mit mir Elmar Weingarten vom künstlerischen Direktorium des Bachfestes. Einer von dreien, die, ich sage mal im Zusammenhang mit dem Weihnachtsoratorium im Juni, schuld daran sind, weil er es mit durchgewunken hat. Und Peter Wollny, der im Bacharchiv die Fäden der Forschung mit zusammenhält. Wir werden am Anfang kurz ein bisschen über den erstaunlichen Umstand des Weihnachtsoratoriums im Juni reden, aber dann relativ schnell das Thema wechseln und versuchen, auf das Zusammenwirken zwischen Programmgestaltung und die Forschung hier im Hause zu kommen. Herr Weingarten, Sie sind einer von dreien, die die Programme des Bachfestes verantworten. Neben Ihnen Christoph Wolf, der diese Reihe hier mit eröffnet hat, und dem Thomaskantor Georg-Christoph Biller, der ursprünglich hier sitzen sollte, heute, dann aber einen Rückzieher gemacht hat, weil er zwar vielleicht seinen Frieden gemacht hat mit dem Weihnachtsoratorium im Gewandhaus im Juni, aber es nicht an die große Glocke gehängt haben wollte. Daraus schließe ich, es gab Diskussionen im Vorfeld zu diesem Thema. Ja, ganz sicher. Und die waren auch nicht frei von Heftigkeit. Und das macht Spaß, das bringt auch was. Und letzten Endes haben wir uns dann durchgerungen gemeinsam. Und wir kommen vielleicht nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen, was bei so einem Bachfest an Besonderheiten da ist. Weil es gibt da eben doch immer einen starken Impuls aus der Wissenschaft für so ein Thema. Und das war natürlich dann kontrovers. Diejenigen, die also Bach ganz nah sind und auch natürlich hier im Bacharchiv arbeiten, bestimmte Vorstellungen haben, was sein kann und was sein soll und was möglicherweise sein könnte und auch vor allen Dingen, was nicht sein darf. Das wurde dann kontrovers dann diskutiert und es gab dann eine Situation, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf oder verraten soll. Es war dann so, dass der Geschäftsführer des Bacharchivs sehr geschickt gesagt hat, so, jetzt lassen wir euch dreimal alleine und dann und redet darüber. Und dann in der Situation haben wir dann nochmal ganz anders und neu diskutiert und haben dann überlegt, es ist doch möglich, das zu machen. Und dann hat auch Herr Biller gesagt, die Konstruktion, dass man also das Weihnachtsoratorium dann im Gewandhaus macht und dann Vita Christi doch als eine geschlossene Konzeption dann akzeptiert, da hat er dann zugestimmt und das Herz war ein bisschen schwer, das hat man auch gemerkt, aber dann sind wir wieder sozusagen an die Öffentlichkeit gegangen, dann kamen die anderen dazu und dann haben wir das entschieden und haben mitgeteilt, was wir entschieden haben. Also das war auch so von der ganzen Psychodynamik, Soziodynamik der Beteiligten, war das eine ganz aufschlussreiche Geschichte. Nun ist die Vita Christi ja ein weites Feld, im engeren Sinne eben vom Weihnachtsoratorium am einen Ende der Vita Christi zu den Passionen am anderen Ende reichend. Bei den Passionen gab es diese Debatten nie. Auch der Thomaskantor selber hat ja schon Passionen im Rahmen des Bachfestes dirigiert. Das kann man ja im Juni doch eigentlich genauso wenig machen. Warum diese Heftigkeit beim Weihnachtsoratorium und keinerlei Debatten im Grunde bei den Passionen? Naja, also wir haben ja die Passion immer in der Nähe von Christi Himmelfahrt aufgeführt, nicht? Weil das Fest ist halt im Juni und das hat man nie als Problem gesehen. Nur ist es so, auch dass historisch in der Aufführungspraxis auch die Passion auch in allen Städten auch immer wieder mal zu einer anderen Zeit stattfand. Also wahrscheinlich ist es doch ein ganz wichtiger Unterschied, also die weihnachtliche Zeit, dann auch die winterliche Zeit, das ist, glaube ich, sehr viel stärker verbunden. Und es gibt auch eine ganze Reihe von theologischen Begründungen, weshalb es dort hingehört. Wir haben immer zum Beispiel, ich habe jetzt in Zürich ein bisschen ein Problem gehabt mit dem Messias. Ich habe den an Silvester spielen lassen. Dann kamen dann auch schon einige, obwohl es ein paar Tage später ist. Ne? ist das sozusagen das richtige Werk für ein Silvesterkonzert. Ne? Aber ich kann das also theologisch jetzt nicht ausbuchstabieren und auch nicht erklären. Das war für uns, vor allen Dingen für Christoph Wolf, ein ganz großes Anliegen, mal den zyklischen Charakter des Bachschen Werkes herauszustreichen. Und
Das war die eine Idee. Und das andere, das sollte ich vielleicht auch noch sagen, aber wahrscheinlich haben Sie das hier schon besprochen, zyklisch hat auch was mit Wagner zu tun. Und die Beziehung zwischen Bach und Wagner, die sind natürlich nicht leicht zu konstruieren. Aber Wagner hat zyklisch gedacht mit seinem Ring. Und dann hatten wir auch gedacht, mal da sozusagen eine analoge Idee zu entwickeln. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das hier schon mal diskutiert worden ist, aber auch das war sozusagen ein Argument. Das war die zweite Gesprächsrunde. Einige von Ihnen waren da, meine ich mich zu erinnern. Da ging es um Bach und Wagner mit dem vergleichsweise ernüchternden Befund, dass die Beziehungen zwischen Bach und Wagner sehr, sehr begrenzt waren, also von Wagner aus gesehen naturgemäß. Aber der zyklische Gedanke, Herr Wollny, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Ihnen müsste doch eigentlich diese Verortung im Kirchenjahr, wenn es um Konzert geht, erstmal relativ egal sein, oder? Nun, wenn wir betrachten, wie das Bachsche Werk überhaupt im 19. Jahrhundert wieder erweckt worden ist, dann ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, dass die liturgische Bindung gelockert worden ist. Man dachte früher, oder Bach selbst hat seine Stücke ja für bestimmte Sonntage, für bestimmte Feste im Kirchenjahr geschrieben und hätte sich niemals träumen lassen, dass die Stücke an einem anderen Tag oder an einem anderen Fest aufgeführt werden könnten. Sowas wie zyklischer Charakter gibt es bei Bach auch, aber es spielt sich in anderen Dimensionen ab. Also der Bach denkt wahrscheinlich auch zyklisch, aber hat so das ganze Kirchenjahr im Blick. Nun, im 19. Jahrhundert, um überhaupt das Bachsche Werk populär zu machen, war es notwendig, die Passionen erstmal herauszulösen aus dieser Bindung an den Karfreitag. Und im Laufe der Zeit sind auch die anderen Stücke, eben die Kantaten, die übrigen geistlichen Werke, als Konzertwerke betrachtet worden und haben dadurch ihre kirchliche, liturgische Bindung verloren. Das einzige Stück, das es nicht so richtig geschafft hat, ist das Weihnachtsoratorium, wo ja eigentlich die Bindung an das Weihnachtsfest oder zumindest im weiteren Sinne an die Adventszeit oder die nachweihnachtliche Zeit immer noch vorhanden ist. Die aber ja auch eher so ein Ausweis von rundum Wohlfühlpaket zur Weihnachtszeit ist und ja mit der Aufführungspraxis zu Bachs Zeiten auch nichts zu tun hat. Denn das Weihnachtsoratorium in Toto oder 1, 2, 3 und 6 in der Woche vor Weihnachten ist ja jetzt nicht so weit weg wie Juni, aber trotzdem auch sehr weit von allem entfernt, was Bach sich hätte denken können, oder? Ja, das hat noch nicht mal direkt was mit der zeitlichen Nähe zu tun. In Leipzig war ja ab dem ersten Advent bis zum ersten Weihnachtstag die musiklose Zeit, das Tempus Clausum. Also da hätte Bach überhaupt nie Musik aufführen können und das Weihnachtsoratorium schon gar nicht. Von daher ist es tatsächlich so, dass wir mit der Lockerung der liturgischen Bindungen auch beim Weihnachtsoratorium irgendwie uns angefreundet haben, auch wenn wir uns das nicht so bewusst machen. Ich als Wissenschaftler selbst habe keine Probleme damit, die Dinge separat zu hören. Also es ist ja so, als Wissenschaftler möchte man ja einerseits herausfinden, wie es damals war. Andererseits sind wir ja auch Menschen, die heute leben und die Stücke als, ja weiß nicht, normale Zuhörer oder Bachliebhaber hören. Und ich muss sagen, ich hatte nie Schwierigkeiten damit, im Juni mir eine Passionsaufführung anzuhören. Und ich denke, ich habe auch keine Schwierigkeiten, mir das Weihnachtsoratorium anzuhören. Was Sie tun werden? Ich würde ganz gerne eine Frage nochmal stellen. Also bei dem Weihnachtsoratorium ist ja anders als bei den beiden Passionen, dass viele Elemente dieser Kantaten auch in anderen Zusammenhängen wieder aufgetaucht sind, also auch mit anderen Texten. Nicht? Und ich meine, das war jetzt auch ein Argument dafür, dass man auch mit dem Weihnachtsoratorium in den Sommer gehen kann. Das ist kein besonders kluges Argument, aber immerhin ist es so, dass die Struktur der Musik, die im Weihnachtsoratorium enthalten ist, eben auch in anderen
in anderen Kontexten wieder auftaucht. Ne? Ja, die Stücke sind zuerst als... Und das ist bei den Passionen nicht der Fall. Naja, man weiß es zumindest nicht. Mhm. Also beim Weihnachtsoratorium ist es tatsächlich so, dass Bach die meisten Stücke vorab als weltliche Festkantaten dargeboten hat, auch in anderen Jahreszeiten. Also die Musik ist tatsächlich von Bach zu anderen Gelegenheiten aufgeführt und benutzt worden. Bei den Passionen ist ja so, das sind ja die beiden erhaltenen Stücke, Johannes und Matthäus Passion, gehören ja immer noch zu den absolut rätselhaften Werken in Bachs Oeuvre. Wir wissen nicht, wie, oder können uns eigentlich nicht vorstellen, wie sich jemand hinsetzt und in dem ganzen Trubel im Umkreis der Leipziger Thomasschule ein Stück wie die Matthäus-Passion zusammensetzt und irgendwie hinkriegt. Es gibt in der Matthäus-Passion Sätze, die irgendwie schlecht zum Text zu passen scheinen. Mhm. Die große Violinarie, die zweite, gib mir meinen Jesum wieder, mit den das ist eine ganz, ganz fröhliche Musik, die in keiner Weise den verzweifelten Charakter von Judas zu schildern. Das ist im zweiten Orchester. Im zweiten Orchester. Ja. Das wäre so ein Stück, wo man, glaube ich, vermuten kann, dass die Musik auch schon vorher existiert hat und nur nachträglich auf den Picander-Text appliziert worden ist. Aber wenn man den zyklischen Gedanken nochmal ins Zentrum rückt, dann sieht man natürlich auch Parallelen zwischen Weihnachtsoratorium und den Passionen, beispielsweise in den Choralmelodien. Also Haupt voll Blut und Wunden taucht als Melodie sowohl in Passionen als auch im Weihnachtsoratorium auf. Ist da so ein Bachfest mit dem Weihnachtsoratorium drin auch eine Chance, das mal ins Zentrum zu rücken? Oder ist das so banal, dass man das ohnehin als bekannt voraussetzen kann? Spielte das bei Ihnen eine Rolle? Das spielte nicht in der Argumentation keine Rolle. Das aber, was ich eben sagte, dass also die bestimmte Teile des Weihnachtsoratoriums in den weltlichen Kantaten auch drin sind, das spielte eher eine Rolle. Aber ich meine, mit diesen Argumenten sind wir dann auch gescheitert oder dann wieder nicht gescheitert und so. Und letzten Endes ist es halt rausgekommen, wie es jetzt da ist und das finde ich auch eigentlich ganz gut so. Nun ist es ja, wenn man die Programmgestaltung von so einem Festival macht, ohnehin was anderes, als wenn Sie in Zürich Ihre Programme machen, weil natürlich ein Konzerthaus anders funktioniert als ein Festival, wo alles sehr, sehr kompakt ist. Wenn das Ganze ein Motto hat wie das Bachfest, ist es ohnehin was anderes. Und dieses Jahr die Vita Christi, finde ich persönlich, ein sehr tragfähiges Motto. Wie eng sind denn die Verbindungen zwischen dem künstlerischen Direktorium, das die Programme macht, und dem Bacharchiv, was die Forschung anbelangt? Nehmen Sie Rücksprache vor der Programmierung beim Bacharchiv oder setzen Sie dann hinterher erst beratend ein? Oder sehen Sie, wenn das Programm fertig ist, mit Entsetzen, was da Neues zustande gekommen ist und versuchen zu flicken, was noch zu flicken ist? Also wie sind da die Mechanismen? Denn so nah dran hat man sonst die Forschung nicht, wenn man Programme machen kann. Ja, also ich meine, das muss dann zunächst mal sagen, dass das Bachfest in diesem Punkt wirklich ganz ungewöhnlich ist. Also es gibt immer wieder, beispielsweise in Luzern machen sie jetzt Festival und schreiben drüber Revolution. Und dann vor 2 Jahren war Eros das Thema. Ne? Ja, dann kann man alles machen. Und dann kann man natürlich alles Mögliche machen. Aber und beim Bachfest ist es insofern wirklich was völlig anderes, weil der Ausgangspunkt ist tatsächlich das Bacharchiv und die Arbeit des Bacharchivs. Und ich musste, als ich hierher kam vor 10 Jahren und dort eingefädelt wurde in dieses Direktorium, das auch erstmal begreifen, weil eigentlich sind so stark wissenschaftsnahe Vorstellungen eher kontraproduktiv, wenn man dann denkt, man will Menschenmassen bewegen, die also in die Thomaskirche kommen. Und ich habe das sehr schnell begriffen, wie stark sozusagen dieser Impuls ist und auch wie fruchtbar der ist. Ich hatte früher auch in Berlin, hatte ich ja die Musikabteilung der Berliner Festspiele geleitet und dort habe ich beigebracht bekommen von Ulrich Eckhardt, dass man solche Themen auch braucht und zwar nicht als Zwangsjacken, dann sind sie verheerend, sondern als Wünschelruten. Und da muss ich sagen, dass das hat sich hier dann auch erwiesen, dass
dass sozusagen das Entscheidende ist, was so ein Thema einem in die Hand gibt, nicht? Man geht durch die Landschaft und dann schlägt dann die Wünschelrute plötzlich an Stellen aus, die man gar nicht vermutet. Und das ist auch diesmal so. Das Schöne an diesem Programm diese Woche, dass zum Beispiel bei der nächsten Bachfest das Christus am Ölberg gespielt wird von Beethoven, was nie gespielt wird, ganz selten. Und dann auch Lazarus von Schubert ist eins der schönsten Werke, die es überhaupt gibt. Schubert hat es nicht vollendet, man weiß nicht genau, warum nicht. Alle Harnoncourt beispielsweise sucht immer, was macht man dann danach, also wie setzt man das fort. Und hier hat Glöckner, der uns wirklich sehr klug berät, bei unserer Programmierung dann eine Kantate gefunden, die er dann daran setzt. Aber Lazarus hätten wir sonst nie gespielt, wenn man nicht Vita Christi gemacht hätte. Und ich empfehle allen, das zu hören, weil es ein wunderbares Werk ist. Und das ist für mich das Faszinierende an der Geschichte. Man kriegt eine Wünschelrute in die Hand und dann sucht man und dann plötzlich gibt es eben dieses unerwartete Ausschlagen. Wobei es ein erwartetes Ausschlagen gibt im Jahr des 200. Wagner-Geburtstags, wahrscheinlich stärker als bei allen anderen Werken, zur Vita Christi passend und zum Wagner-Geburtstag passend, hätte jeder damit gerechnet, dass das Liebesmahl der Apostel natürlich im Festivalprogramm auftaucht. Das tut es nicht. Warum? Ich persönlich vermisse es nicht, weil ich es kenne. Hätte ich es persönlich nicht vermisst, nee, aber das weiterfällt der Geschmacksfrage. Weil ich es kenne. Und ich meine, ich habe auch mal einen Traum gehabt, das wird Sie verblüffen, als ich bei den Festspielen war, habe ich gedacht, also ich würde mich gerne mal verabschieden mit einem Programm zurecht vergessen. Und da müssten dann sowas dann aufgeführt werden, wie das Liebesmahl der Apostel. Also, und wenn Sie da, und da hat jeder wahrscheinlich, der hier im Raum sitzt, der hat so ein paar Ideen, was er da einbringen würde. Und für mich würde das dann dazu. Manche davon tauchen dieses Jahr beim Bachfest auf, aber das werden wir vielleicht nicht vertiefen. Nein, bitte nicht. Also, das wäre jetzt unproduktiv. Wie ist denn das, wollen die von der anderen Seite aus gesehen, wenn so ein Motto festgezurrt wird, das ist ja lange bevor das Programm steht, da rattert dann bei Ihnen auch so ein Film am inneren Auge vorbei, folgende Werke müssten eigentlich dieses Jahr spielen und wie weit ist dann die Möglichkeit, sie auch unterzubringen? Ja, wir diskutieren im Kollegenkreis viel über die schon rechtzeitig festgelegten Generalthemen. Wir machen Vorschläge, wir sagen, das und das wäre mal dran oder hier gibt es eine neue Erkenntnis oder ein neues Stück ist gefunden worden, das ganz gut passen würde. Also die Dinge werden schon intensiv diskutiert. Und ich würde an der Stelle auch ganz gerne nochmal meinen Kollegen Andreas Glöckner namentlich nennen, der als Dramaturg fürs Bachfest hier arbeitet, also der den Spagat zwischen Wissenschaft und Forschung für uns alle ja macht. Und der Ideen, die an ihn herangetragen wird, jetzt werden von unserer Seite aufgreift und dann weitervermittelt ans künstlerische Gremium. Und das Ganze ist ein sehr komplexer Vorgang. Die Dinge, die kommen hinterher selten genauso an, wie die ursprüngliche Idee war. Es wird dann... Es gibt ja tausend Dinge zu bedenken. Wer kann ein bestimmtes Stück spielen? Mit welchem Repertoire kann es kombiniert werden? Und solche Dinge spielen dann ja später eine Rolle. Aber ich, so nach meiner Erfahrung, ist es schon so, dass wir Mitarbeiter der Forschungsabteilung schon sehr intensiv daran versuchen mitzugestalten und versuchen, unsere Ideen da auch unterzubringen. Also dazu, darf ich dazu schnell was sagen? Das ist richtig und Herr Glöckner, der kommt immer mit wirklich einer unglaublich langen und durchdachten Liste von Werken, die man also unbedingt machen müsste, wo ich dann auch immer zugeben muss, dass ich die alle nicht kenne oder nur wenige. Das ist auch nicht meine Aufgabe da. Und das große Problem ist dann, dann Interpreten zu gewinnen, das auch zu realisieren. Und das ist tatsächlich richtig schwierig oft. Und dann gibt es so einige, also die richtig Freunde sind, wie also zum Beispiel Sir
John Elliott Gardiner, der also eng verbunden ist mit dem Haus, den kann man also leichter bewegen, da was zu machen. Dann gibt es andere, die zwar, die unheimlich gut in der Szene auch verankert sind, viel aufführen und gute Ensembles haben und die mitbringen können, die aber in der Zeit ganz andere Sachen im Kopf haben. Und alle wollen sie mit auf Tournee gehen mit H-Moll-Messe oder so. Und das interessiert Herrn Glöckner nicht und das interessiert uns dann auch nicht, weil wir müssen einfach gucken, dass wir zu dem Thema wenigstens asymptotisch uns annähern mit den Werken, die dann spielen. Und das ist tatsächlich, das ist dann die große Aufgabe, Ensembles, Dirigenten, Solisten zu überzeugen, das zu machen. Und das ist wirklich oft sehr, sehr schwierig. Ja, weil der Musikbetrieb eben anders funktioniert. Aber vielleicht funktioniert deswegen in der Folge auch das ganz gut, was mich fast jedes Jahr aufs Neue überrascht. Es gibt in jedem Bachfest relativ viele Programme, die gucke ich mir vorher an und denke mir, oh mein Gott, was haben sie denn da wieder ausgedacht? Das klingt dann, seien Sie mir nicht böse, so ein bisschen verkopft und man hat den Eindruck, da wird niemals was mit Fleisch draus werden. Und dann sitzt man im Konzert und es ist ein grandioser, sinnlicher Abend, weil es eben doch funktioniert. Ja. Sind das die Stellschrauben, die Sie hinterher noch drehen oder ist das von vornherein, weil Glöckner es schon im Kopf hat, so, dass es einfach funktioniert? Ich bin jedes Jahr aufs Neue überrascht. Da werden Sie jetzt eine andere Antwort geben als ich, würde ich sagen. Beide finde ich sehr interessant. Ja, dann sagen Sie mal. Nee, also ich glaube, dass wir viele Konzerte haben, immer wieder, die entstehen aus einer, was ich, was Sie jetzt als verkopfte Idee bezeichnen würden. Also das ist einfach eine Idee. Sie müssen sich das so vorstellen, wir in der Forschungsabteilung, wir gucken uns viele Handschriften an, Stücke, die noch nie seit ihrer Entstehungszeit wieder gespielt worden sind. Wir sehen das in Noten und finden es interessant und haben irgendwie die Idee, das könnte erfolgreich sein, wenn es mal gespielt würde. Ich gebe gerne zu, manchmal geht es daneben und Stücke sind wirklich langweilig und zu Recht vergessen, das gibt es. Dann gibt es Stücke, die sind einfach viel zu schwer, dass es nicht realisiert werden kann. Wenn ich ganz kurz dazwischen gehe, aber das ist zu Recht vergessen, um das zu beurteilen, muss man es ja erst mal gehört haben. Insofern ist ja, das weiß man dann hinterher erst, genau. Also und dann gibt es aber auch immer wieder eben diese Fälle, die Sie genannt haben, dass man denkt, Mensch, das ist ja so tolle Musik, warum hören wir das jetzt zum ersten Mal? Warum ist es nicht schon längst Bestandteil des Repertoires? Und manchmal kommt es dann ja auch vom Bachfest ins Repertoire. Das natürlich. Wie ist denn das, wenn jetzt bei Ihnen die Forschungsabteilung auf dem Schoß sitzt und sagt, wir haben hier Folgendes gefunden? Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es dann wirklich ins Programm findet? Und also wie lang ist dann der Vorlauf? Also wenn jetzt noch was auftauchte, was zur Vita Christi passte, wäre es wahrscheinlich schwierig. Das wäre jetzt schwierig, ja. Aber der Vorlauf ist ja so 2 bis 3 Jahre. Mhm. Und dann ist es, das ist in jedem Fest, bei jedem Programm, was man macht, auch jetzt auch meine Programme in Zürich, dann je näher man drankommt, wir haben jetzt, machen Festspiele zu Wagner, übrigens zur gleichen Zeit, und da hat sich dann auch etwas entwickelt, was also wir vorher wirklich nicht ahnten. Und zwar die Züricher, die wissen nicht, und das, wenn ich das jetzt mal da abschweifen darf, die wissen nicht, dass die produktivste Zeit Wagners, die hat in Zürich stattgefunden. Und eigentlich ist Zürich eine Wagnerstadt. Der hat 9 Jahre da gelebt und hat dort den Text zum ganzen Ring geschrieben, hat Rheingold geschrieben, Walküre, ersten Akt von Siegfried und fast die ganzen Tristan. Alles in Zürich entstanden. Keiner hat Ahnung davon. Und jetzt haben wir jetzt im Laufe der Vorbereitung eben erfahren können, dass je näher wir drankommen, desto mehr erschließen sich ganz plötzlich ganz neue Beziehungen. Und das ist hier auch immer wieder so gewesen. Also beim Bachfest, auch das, was Sie sagen, das finde ich übrigens sehr schön, dass man dann überrascht sind, wie bestimmte Konstellationen dann was ganz, ganz Neues entstehen lassen. Beispielsweise jetzt bei dem Lazarus. Da hat eben Glöckner vorgeschlagen, Christ lag in Todesbanden, als eine dieser frühen Kantaten da zu bringen. Da bin ich überzeugt, wenn Harnoncourt das jetzt liest, dann sagt er, warum bin da ich noch nicht drauf gekommen? Weil der hatte immer ganz andere Ideen, das zu machen.
das zu kombinieren. Und das finde ich dann das Faszinierende. Also es gibt ja so in der Wissenschaft und den Begriff der Serendipität, was bedeutet, dass man plötzlich, dadurch, dass man bestimmte Dinge zusammenfügt, ganz neue Erlebnisse hat und ganz neue Seiten sich auftun, ganz neue Facetten sich darstellen. Und das ist das, was hier immer wieder stattfindet. Und das ist deshalb finde ich auch, dieses Bachfest ist vielen anderen Festen einfach dadurch überlegen, dass aus der Wissenschaft kommend Ideen, wo man erst sagt, die sind verkopft oder sie sind, das kann doch eigentlich nicht funktionieren, und dann plötzlich funktioniert es halt doch. Hängt es auch mit dem Publikum zusammen, das ja auf eine andere Weise vorgebildet, wenn nicht sogar spezialisiert ist, als das bei anderen Festivals, will ich nicht sagen, aber beispielsweise bei so einem Tonhallenorchester, bei einem Tonhallenpublikum in Zürich eine Rolle spielt, da müssen Sie als Generalist eigentlich jeden zu bedienen versuchen. Richtig, aber was ich nicht tue, und deshalb ecke ich ja auch manchmal an, das muss ich auch zugeben. Aber was ja hier faszinierend ist, dass man ein Publikum hat, was also einmal wirklich so eine genuine Bachliebe hat oder Barockliebe hat, und dann gibt es diese Gespräche mit den Künstlern, und dann habe ich dann mal erlebt, dass dann einer Arnon Kur gefragt hat, sie haben 1959 das ganz anders gespielt in diesem Takt, warum machen sie das jetzt so? Und dann war der natürlich auch völlig paff, was sozusagen jedenfalls partiell ein gebildetes Publikum da ist, also die wirklich mit der Musik leben. Und das ist auch etwas, also das ist anders als eben in Luzern oder in Salzburg, dass hier wirklich Leute jährlich hinkommen, für die ist also Bach eine ganz essentielle Erfahrung. Und das macht wahnsinnigen Spaß auch für also uns, die wir Programme machen. Das muss ich ehrlich sagen. Also wenn man sowas erlebt, also so ein Publikum, das ist immer eine Freude. Das sind natürlich nicht alle, aber es sind immer wieder solche, in anderen Kontexten würde man sagen Freaks. Diese Freaks ins Auge fassen, Herr Wollny, also das klingt jetzt ein bisschen so, als wenn, gesetzt den Fall, in der Wissenschaft tauchen beispielsweise neue Noten auf, dann nimmt das künstlerische Direktorium die Hände an die Hosen und hat und marschiert los, um es schnellstmöglich aufzuführen. Das ist ja wahrscheinlich nicht immer so. Haben Sie sich auch schon mal die Zähne ausgebissen und sind mit Projekten, die Sie für wirklich wichtig im Programm gehalten hätten, nicht durchgedrungen? Ja. Doch, ja. Na klar. Ja. Damit das kam jetzt so auch, schnell, ja. Dass es so selten wahrscheinlich gar nicht ist. Ich finde das nicht weiter schlimm. Man macht halt bestimmte Ideen, manches kommt, anderes kommt wieder nicht oder kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Wir haben ja einen sehr langen Atem als Wissenschaftler. Und ja. Geduld, ja. Versuchen wir später nochmal. Ja, das, also die große Schwierigkeit, die haben tolle Ideen und haben dann auch auch eine Entdeckerfreude. Dann sind sie hoch identifiziert mit irgendetwas. Und dann einen Künstler zu überzeugen, das zu machen, das ist immer noch ein anderer Schritt. Das ist wirklich immer noch eine Hürde. Und es gibt dann eben, ich meine, ich habe eben Gardiner genannt, der ist eben jemand, der unglaublich sensibel ist der leidet darunter, dass irgendeiner den Eindruck hat, dass er noch nicht alles gewusst hat, dieser Mann. Und der ist also wie ein Schwamm da. Und dann gibt es andere, die haben eben, gehen mühsam von Stück zu Stück, müssen sich das erarbeiten und zu eigen machen. Und dann ist es halt schwerer, die zu überzeugen, ne, was zu machen. Und dann gibt es natürlich auch die sind froh, wenn sie herkommen, dann machen sie alles. Ne? Das gibt es auch. Ne? Ob sie es dann so gut machen, ist auch dann eine Frage. Also auch das gibt es. Aber das sind die Mühen, die man dann hat. Aber sozusagen. Damit wäre ja wahrscheinlich auch niemandem gedient, ja. Wenn was auftauchte, was die Aufführung wert wäre, und dann würde es versenkt bei einem, der nur, weil er dabei sein möchte, alles macht. Das kann ja weder im Sinne des Werkes, noch im Sinne des Bachfestes, noch gar im Sinne des Publikums sein, oder? Wie ist es denn andersrum mit Interpreten? Kommen die auch mit eigenen Ideen? Also hören, Mensch, nächstes Jahr, in 2 Jahren, in 3 Jahren steht die Vita Christi an, folgendes wollte ich immer schon mal machen, wäre das nicht was für euch? Oder ist das eher so rum die Ausnahme? Es ist eher die Ausnahme, aber es gibt immer wieder, also zum Beispiel Tetzlaff ist so ein Künstler, der
eigene Ideen entwickelt, wie man das kombiniert und was man machen könnte. Und das sind natürlich immer sehr erfreuliche Figuren in der Musikszene. Und was hat dann, um im konkreten Fall zu bleiben, ein Geiger zur Vita Christi beizutragen an den Ding? Ja, das fällt jetzt weg. Also die Partiten sind da also eher. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was wir in diesem Gremium immer wieder diskutieren. Natürlich der Leipziger Bach, der hier im Bach-Archiv sozusagen der Entscheidende ist. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf oder sagen kann. Ich bin natürlich auch sehr interessiert an dem Instrumentalkünstler. Ne? Und für mich ist einfach auch sehr wichtig, dass die Goldberg-Variationen jedes Jahr gespielt werden. Und für mich war auch wichtig, dass man wechselt, also dass man durchaus das mit Klavier machen kann und dann im nächsten Jahr wieder mit Cembalo. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Diskussionen mit den Fundamentalisten, nicht nur hier, sondern überall, was darf man. Aber solche Diskussionen sind eben auch wichtig. Ne? Den Köthener Bach hier präsent zu machen, das halte ich auch für bedeutsam. Das sollte auch ein wichtiger Aspekt sein. Ist das mit den Mottos ja ohnehin eine Frage, die in diesem Jahr nicht ausschließlich, aber zum großen Teil doch die Soli Deo Gloria Konzerte durchdringt, weil es halt vor allem ums geistliche Werk geht. Ja. Natürlich kann man die 7 letzten Worte dann auch noch im Kreuz mit dem Streichquartett unterbringen. Aber wie ist denn überhaupt so die Durchschlagkraft des Mottos auf die anderen Reihen? Also bei Ausgezeichnet beispielsweise wird sich da wenig finden, wenn nicht gerade ein Streichquartett dabei ist, bei den instrumentalen Werken auch. Ist das überhaupt dann gewünscht oder ist es nicht von vornherein auch eigentlich für die Gesamtheit eines Programmes besser? Ins Zentrum setzen wir die Vita Christi-Programme und das Außenrum muss halt auch nichts damit zu tun haben. Oder haben Sie dann Bauchgrimmen, wenn man das so offen sagt? Überhaupt nicht. Also ich denke da wirklich auch so darüber. Es ist ganz, ganz wichtig, also wie gesagt, wenn solche Themen Zwangsjacken werden, dann geht alles schief. Ich habe das also auch schon erlebt. Dann geht wirklich alles schief. Und das darf nicht sein. Die Lebendigkeit kommt natürlich dazu zustande, dass man dann auch alles Mögliche noch dazu in Beziehung zu setzen kann. Und dann ist es, was ich immer wieder erlebe, dass man ganz zufällig plötzlich Programmkonstellationen haben, wo man das nichts mit Vita Christi zu tun hat, aber plötzlich dann doch Bezüge da sind, die man gar nicht erwartet. Also ich habe das schon sehr oft beim Programmmachen erlebt. Also jetzt gerade vor ein paar Tagen hatten wir ein Programm, wo einige gesagt haben, das geht nicht, das war Brahms Doppelkonzert und Cäsar Franck, die D-Moll-Symphonie. Und dann habe ich entdeckt, als ich darüber dann schrieb, eine Einleitung, dass die im gleichen Jahr entstanden sind. Mhm. Und wenn man dann denkt man plötzlich über diese beiden Werke ganz neu nach. Ne? Und solche Sachen erleben wir hier im Bachfest auch immer wieder. Ne? Und gibt es in diesem Jahrgang einige Konzerte, gut, die sind dann von Fremdveranstaltern, aber im Gewandhaus beispielsweise gibt es Schostakowitsch, da wird es mit der Vita Christi ganz schwierig und ich weiß nicht genau, womit es kombiniert ist. Mittlerweile sind doch die Vorlaufzeiten des Bachfestes so lang, dass man das Motto relativ lang vorher weiß und man weiß erst recht, wann das Bachfest liegt, weil es ja mittlerweile einen festen Termin hat. Kann man nicht das Gewandhaus da irgendwie mit in die Spur bringen, dass nicht nur während des Bachfestes ein Konzert stattfindet, sondern dass es auch irgendwie wenigstens mit dem Bachfest in Verbindung zu bringen ist? Das ist dieses Jahr überhaupt gar nicht der Fall. Es gab da mal zarte Ansätze, da funktionierte es, aber ich kann graben und suchen und schürfen, wo ich will. Die beiden großen Konzertprogramme dieses Jahres passen weder zu Vita Christi noch zum Bachfest noch sonst zu irgendwas, was man damit in Beziehung setzen könnte. Ist doch eigentlich eine vertane Chance, oder? Ja, also ich meine, für mich ist jetzt das Problem, wie diplomatisch soll ich mich verhalten? Gar nicht, unter uns. Ich wollte dann nur einfach sagen, würde sagen, das ist einmal, ich weiß natürlich als Orchesterintendant, es gibt langfristige Vorlaufzeiten, das ist immer das große Problem. Aber man kann sich natürlich schon darauf einstellen. Aber es ist dann auch so, im nächsten Jahr wird es CPE Bach sein, das wird im Mittelpunkt stehen. Dann ist es für so einen Orchesterintendanten schon schwierig, sich darauf zu beziehen. Das ist ganz klar. Auf Vita Christi hätte man sich schon beziehen könnte, dann mit ganz anderen Werken, auch sehr entfernten Werken, natürlich.
Also da gibt es bestimmte, ich hatte da einen schönen List gemacht und so. Aber das ist halt nicht passiert. Ich bedauere das auch. Aber das ist meiner Ansicht nach, ist das auch Ihre Aufgabe, Herr Kaufmacher. Genau. Da Statements abzuliefern, die also so formuliert sind, dass die richtig Spaß dran haben, da mitzumachen. Ein anderes Feld ist die Oper. In Bad Lauchstädt sind einige wirklich sensationelle Sachen passiert in den letzten Jahren, die es dann auch ins Repertoire geschafft haben. Bad Lauchstädt wird es dieses Jahr nicht geben. Die Oper Leipzig ist aber diesmal mit einem MUCO-Projekt wenigstens als Veranstaltungsort zugange. Ist das zartes Pflänzlein, was noch wächst, oder ist das eher Zufall, dass es dieses Jahr nicht Bad Lauchstädt, sondern die MUCO ist? Das Programm, da gibt es dann, ich glaube, eine szenische Kaffeekantate. Ja. Gut, ist mit der Vita Christi auch schwierig, aber es ist immerhin mit Bach in Beziehung zu bringen. Also Bad Lauchstädt, muss ich sagen, das ist wirklich, hat uns immer viel Spaß gemacht, da was zu machen. Ne? Und es ist auch eine Frage des Geldes, schlicht und einfach. Das ist immer eine teure Produktion und da haben wir uns immer überlegt, können wir uns das leisten? Und also wenn es nach Christoph Wolf gegangen wäre, dann hätten wir jedes Jahr dort eine Oper, eine Barockoper gemacht. Und das ist scheitert, ne? Das ist, muss man so sagen. Und das scheitert dann schließlich letzten Endes auch an den Mitteln, das gut zu machen. Aber das ist eine, meiner Ansicht nach ist es ein Juwel, diesen Spielort in der Nähe von Leipzig zu haben. Aber es gab ja durchaus auch schon zu Zeiten Henri Maillers Produktionen in der Oper, die wirklich übers Bachfest gelabelt waren und auch zum Bachfest wirklich gut funktioniert haben. Das ist dann irgendwann eingeschlafen. Warum eigentlich? Also an der Wissenschaft wird es nicht gelegen haben, sondern woran? Es hat ja dort immer wieder Wechsel gegeben und da muss man sich neu drauf einstellen und jetzt ist der Intendant Schirmer und wir haben Gespräche mit ihm, führen Gespräche mit ihm und vielleicht wird das auch wieder. Also ich meine, es ist absehbar, dass wenn das Thema CPE Bach ist, dann ist die Anreize dort, sich Dinge auszudenken, die da passen, passieren, relativ gering. Ne? Aber man könnte natürlich. Also die Barockoper ist ein Feld, das unerschöpflich ist. Es gibt, ich könnte direkt ein Dutzend Stücke nennen, die aufgeführt werden könnten und sollten, aber das Notenmaterial muss hergestellt werden, das ist wirklich sehr aufwendig, ja. Und das Einstudieren und so, das kostet eben viel Geld. Also da bräuchte man noch, müsste man den Etat verdoppeln, das wird dann auch nicht schaden. Also bei der Oper, ich meine, ich will mal eine Zahl hier nennen. Es gibt, man weiß, es gibt über 80.000 Opern. Über 80.000 sind seit dem 16. Jahrhundert geschrieben worden. Und von denen werden nicht mal 100 gespielt. Also, und geschweige denn sozusagen aus der Zeit des Barocks. Und die sind natürlich auch alle in einem Zustand, wo sie nicht leicht spielfähig sind. Und das muss man, ist einfach wahnsinnig aufwendig. Aber es wird sich oft lohnen. Man erlebt das ja immer wieder. Dann kommt von Gastmann eine Oper, alle finden sie wunderbar und wundert sich, dass hier nicht gespielt wird. Ne? Ja, und wie bei vielem, was man zur Vita Christi in Bezug setzen könnte, wundert man sich auch, dass es nicht gespielt wird. Wie viel an geeigneten Werken haben Sie aussortieren müssen, weil das nicht mehr ins Programm gepasst hat? Oder kann man das im Nachhinein gar nicht mehr sagen? Also die Liste, mit der wir es dann zu tun haben, die ist also das Zehnfache von dem, was wir machen. Wirklich. Also die Ideen, die aus dem Etagen des Bacharchivs sprudeln, das sind kleine Tsunamis. Und dann müssen wir halt gucken, was man daraus auswählt. Also das ist sehr viel, das ist wirklich sehr viel. Sehr viel war die Zeit nicht, wir sind nämlich mit der Dreiviertelstunde schon so gut wie rum. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich hoffe, und bei Ihnen bedanke ich mich natürlich auch, dass ich Sie alle sehen werde, wenn im Gewandhaus Trevor Pinnock das Weihnachtsoratorium dirigiert. Unabhängig, ob Sie noch Geschenktüten für die Lieben dabei haben oder nicht, denn das gehört eigentlich viel weniger zum Weihnachtsoratorium als alles andere. Lassen Sie es uns gemeinsam mal musikalisch hören und da ist dann Konzert und Konzertant, auch wenn es geistliche Musik ist, wahrscheinlich überhaupt gar kein Schimpfwort, sondern einfach nur ein Anlass, es mal anders zu hören und die Musik mal anders wahrzunehmen. Und das gilt wahrscheinlich für den ganzen Rest des Bachfestes auch. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen und bis zum Bachfest.